Drei-Minuten-Rhythmus. Zunächst hat das Wort der Herr Abgeordnete Wolfgang Dudda. Danach der Herr Abgeordnete Dr. Gaag. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau von Kalben, Sie haben davon gesprochen, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und wer das nicht will, sollte sich nicht hierher wählen lassen. Keine Frage. Sie haben auch von schlaflosen Nächten gesprochen. Und die haben mich in den letzten Wochen auch begleitet, was diese Entscheidung heute angeht. Lars Harms hat gesprochen, wir machen heute so etwas wie Wetten auf die Zukunft. Und das ist etwas, was in 2008 das Verhalten der Finanzinstitute waren, die unsere Krise ausgelöst haben, die so schlimm war. Und Sie, Herr Koch, haben gesagt, man darf sich um eine Entscheidung nicht herumdrücken. Und das sollte man auch nicht tun. Und ich kann heute nicht entscheiden, will mich aber auch nicht herumdrücken. Und das muss man auch erklären können. Wenn man heute sagt, so wie ich es tun werde, dass ich mich enthalten muss, weil ich einfach nicht genug weiß und deshalb auch nicht genug verstehe. Und das ist kein Vorwurf an Sie, Frau Heinhold, auch kein Vorwurf an Sie, Herr Nimmermann, oder an die anderen Staatssekretäre oder an alle, die uns informiert haben. Sie durften uns und konnten uns nicht umfänglich informieren. Mit der Folge, dass ich über 3 Jahre hinweg nie über das, was ich wusste, öffentlich sprechen durfte, weil das Rating der Bank beschädigt hätte. Mit den negativen Folgen für die Bank und auch dann für den Steuerzahler. Das ist etwas, was man marktkonforme Demokratie nennen kann. Und das ist nicht in Ordnung. Auf meinem Tisch liegen 3 Wundertüten, denen ich allen zuerkenne, dass sie sicherlich das Beste wollen. Aber wir alle haben gehört, mehrfach gehört, wir wissen nicht, was die richtige Wundertüte ist. Ich persönlich kann am meisten mit dem anfangen, was von der FDP kommt. Aber auch da weiß ich nicht, ob es richtig ist. Das weiß keiner. Und mein Wissen und auch das vieler Kollegen, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, steht völlig außerhalb der Tragweite dessen, was heute hier entschieden wird. Und das Einzige, was ich richtig machen kann, ist festzustellen, dass ich so etwas nie wiederholen darf, dass nie wieder ein parlamentarisches Gremium mit Haushaltsbefugnis eine so missliche Lage gebracht wird. Vielen Dank. Der nächste 3-Minuten-Beitrag ist vom Abgeordneten Dr.